Was geht ab, Leute? Neuer Tag in Bangkok und gestern habe ich die Challenge gefailt. Ja, ich habe gestern kein Video hochgeladen. Gestern war der 28. Das heißt, der 28. Tag und ich habe verkackt. Ich war gestern krank. Ja, ich hatte Fieber, war im Bett den ganzen Tag. Vorgestern habe ich trotzdem ein Video gemacht, aber gestern irgendwie hatte ich keine Stimme im Arm und ich hätte es dann eigentlich schon machen können, aber fuck it. Gefailt. Okay, es ist nicht schlimm. Es ist passiert. Warum sage ich, es ist nicht schlimm? Weil ich denke, diese Krankheit war eigentlich ein Blessing in disguise. Boah, Digga, gibt euch diese Entzündung. War eigentlich ein Blessing in disguise, ja? Weil ich konnte jetzt wirklich 2 Tage lang einfach im Bett liegen, scrollen, in der School Community sein, auf Telegram mit Leuten schreiben etc. und einfach ein bisschen reflektieren darüber, in welche Richtung ich jetzt wirklich gehen möchte. Ja, im Sinne von, ich habe das gleiche Goal, aber was ist wirklich der Plan, um dorthin zu kommen? Ja? Und ich denke, das ist wichtig, wenn du einen Plan machst, so nimm dir Zeit, dann irgendwann zu reflektieren. Okay, du hast diesen, ich habe diesen Plan ausgeführt, den ich hatte. Okay, ich habe einen Tag mehr oder weniger, egal, ich habe diesen Plan ausgeführt. Was waren die Ergebnisse davon und haben mich diese Ergebnisse mehr zum Ziel gebracht oder nicht? Und es waren ein paar sehr positive Sachen und ein paar Sachen, die nicht so gut waren. Und jetzt adaptiere ich einfach. Jetzt adaptiere ich und mache einen neuen Plan und ziehe diesen Plan durch. Natürlich möchte ich weiterhin regelmäßig YouTube posten, ja, aber ich denke, es ist generell wichtig, erstens manchmal einen Step zurückzunehmen und wirklich zu gucken, okay, the big picture, was ist das große Goal, was ist die Mission, weil manchmal arbeitet man einfach so blind der Routine hinterher und vergisst, warum man es eigentlich macht. Ja, und deshalb, meine Routine war nicht so gut. Es waren teilweise sehr geile Sachen letztes Monat, manche Sachen waren nicht so gut, wie zum Beispiel die Routine. Ja, wie zum Beispiel jeden Tag an die Mission erinnern, etc. Weil irgendwann arbeitest du einfach blind und vergisst, warum du es machst. Okay, das heißt, das ist die erste Sache, Leute. Und die zweite Sache ist, ich war krank und ich habe deshalb die Challenge nicht geschafft und ich konnte deshalb 2 Tage nicht arbeiten und coole Videos, die ich machen wollte, konnte ich nicht machen. Aber ich sehe es als etwas Positives. Ja. Ich sehe es als ein Blessing in disguise, weil ich konnte wirklich mir Zeit nehmen, um zu überlegen, um zu reflektieren, um zu analysieren, ja, und das ist wichtig, egal was passiert in eurem Leben, ihr könnt es immer negativ oder positiv sehen, egal was passiert, ja, und ich habe letztens nämlich in der School Community gesehen, falls ihr nicht drin seid, join, das ist gratis, Link im Bio, und manche Leute hatten sich beschwert über Sachen, oh, diese Woche war nicht gut, meine Freundin hat Schluss gemacht, oh, das ist passiert, oh, ich habe keine Motivation, Bro, erstens juckt es niemanden, ja, hör auf dich zu beschweren, niemanden juckt das, niemanden bringt das, du gibst niemanden Value, du willst nur Value extracten, du fühlst dich schlecht, deshalb willst du es rauslassen, aber es ist keine Therapie-Session, es geht darum, sich gegenseitig zu motivieren und zu inspirieren und weiterzukommen, okay? Erstens, bitch nicht öffentlich, außerdem, wer Bock mit einer Person zu connecten, bei der anscheinend alles schlecht läuft, du musst immerhin den Anschein erwirken an die Leute, dass du immerhin positiv bist. Ja, weil das ist einfach eine Mindset-Sache. Es ist egal, welche äußeren Faktoren du hast, du kannst immer positiv oder negativ sein, okay? Und jeder will eher mit einer positiven Person connecten, als mit einer negativen. Und die zweite Sache ist, du kannst jede Sache positiv oder negativ sehen. Ja, deine Freundin hat Schluss gemacht, okay, geil. Unlimitierte Motivation. Ja, was kann noch passieren? Du bist krank, okay, geil, du konntest reflektieren. Ja, wenn irgendwas Schlechtes passiert, ist es meistens, Pain ist wichtig. Pain ist der beste Motivator. Okay, Pain bringt dich am meisten dazu, dein Leben zu verändern und wirklich Gas zu geben. Du hast keine Motivation, dann liegt, dann musst du dir einen Plan machen, wie du Motivation bekommst. Ja? Warum? Lenkst du dich zu viel ab mit Bullshit, was weiß ich? Ja? Anstatt, dass ihr euch beschwert, besonders öffentlich in einer Gruppe wie der School Community, hört auf damit, postet nur eure W's, postet nur, was gut läuft. Und wenn ihr irgendwelche Mindset-Probleme habt, die müsst ihr fixen. Ja, die kann man einfach fixen, die könnt ihr selbst fixen. Schaut euch einfach den Kurs an und fix die Mindset-Probleme. Das sollte kein Problem sein in eurem Leben. Der einzige Grund, warum Mindset vielleicht ein Problem ist, ist, weil ihr zu viel unnötige Sachen macht. Ja, schlechte Sachen, Sachen, die schlecht sind für euch. Zu viel unnötiges Dopamin, Free Dopamin etc. Deshalb bekommt ihr Mindset-Probleme. Deshalb beginnt ihr zu überlegen, weil ihr keine richtige Mission habt. Ja, diese Sachen sind die größten Probleme. Und anstatt, dass ihr euch beschwert, und ja, klagt über eure Probleme öffentlich, fix diese Probleme selbst, ja. Erzähl es vielleicht nur deinen engsten Homies, nicht öffentlich in einer Gruppe, wo teilweise Leute drin sind, die 20k am Tag machen, es sind auch Inner Circle Leute da drin.
Wenn du mit denen connecten willst, glaubst du, wie mit denen connecten, wenn du nur bitchst? Nein. Das heißt, erstens, sehe die Sachen positiv. Egal was ist, egal wie deine Situation ist, so wie Donald Trump. Okay? Donald Trump hat die Wahl verloren, er sagt trotzdem, er hat sie gewonnen. Glaubst du, Donald Trump würde posten auf Twitter, oh no, just lost the vote, I'm not president. Nein, er ist delusional, positiv aber. Er sagt so, no, I still won, was weiß ich, election fraud, bla bla. Du kannst davon halten, was du willst, aber er ist positiv. Ja? Er ist delusional, positiv. Und deshalb kommt er auch so weit. Deshalb kann er alles erreichen, was er möchte. Er lässt sich nicht von Problemen einschüchtern. Ich lese gerade sein Buch und ehrlich gesagt, das Buch hat mir scheiß viel geholfen. Ich habe erst eine Stunde auf Audible durch oder sowas. Aber Bro, gestern war ein sicker Tag wegen diesem Buch, was Deals machen betrifft. Ich war eine Zeit lang zu meiner Comfortzone, was Deals betrifft. Nur diese Deals, wo ich comfortable bin, wo ich denke, ich habe higher status, bla bla. Jetzt bin ich das nicht mehr, Digga. Ich muss jeden Tag aus meiner Comfortzone kommen, was Deals betrifft. Ja, das ist gerade eine Sache, auf die ich mich fokussiere. Ich denke mir, weil ich kann Aufmerksamkeit erzeugen und ich kann geile Leute anziehen. Aber was ich machen muss, ist das monetarisieren, indem ich Deals mache. Ja, das ist auch der Sinn vom Inner Circle etc. Leute verbinden, um geiles Business zu machen. Weil im Endeffekt, das ist, was Business ist. Du brauchst immer Leute, die dich verbinden mit anderen krassen Leuten, die make shit happen, you know? Also das sage ich von Donald Trump, aber im Endeffekt, warum ist er so erfolgreich? Weil er delusional ist. Weil er extrem groß denkt und weil er sich nie runter... Er meint, er war 2 Millionen, er hatte 2 Millionen Milliarden Schulden und geht an einer Person vorbei, die nur 2000 Euro auf dem Konto hat und sie ist traurig, weil sie hat zu wenig Geld. Er sagt, Bro, weißt du, für ihn war es nicht schlimm, weil er ist positiv bis zum Ende. Und das ist, denke ich, extrem wichtig. Also Leute, hört auf zu bitchen und ihr könnt jede Situation positiv sehen oder negativ sehen. Und ja Leute, ich habe mir viel Gedanken gemacht über den Content in nächster Zeit, was ich genau mache. Was ich genau auf Instagram mache, etc. Und ja, Digga, ich denke mir, einfach consistent bleiben, weitermachen. Also Leute, like und subscribe, folgt dem Telegram-Kanal, join school. Wir sehen uns im nächsten Video.